Die Großheide TV Blaulichtreporter. Aktuelle Blaulicht-News aus Ostfriesland. Letzte Vorbereitungen laufen für eine unangekündigte Großübung der Feuerwehren aus der Samtgemeinde Brokmerland. Kinder und Puppen spielten im Gebäude die Verletzten und die Nebelmaschine wurde angeschmissen. In wenigen Sekunden wird die Feuerwehr Vollalarm für alle Feuerwehren aus der Umgebung auslösen. Jetzt. Mann, geht gar nicht. Komm, geht mal. Doch jetzt. Beim Eintreffen wurde dann die an der Lage festgestellt, wurde mir auch von einem Bewohner hier mitgeteilt, dass sich in dem Gebäude zum Zeitpunkt eine Art Scheunenfete stattgefunden hat und dass sich noch ca. 10, 12 Personen bzw. 14 Personen sich noch in dem Gebäude befinden sollten. Sofort wurde eine Wasserverbindung zum Brandherd aufgebaut und die Personenrettung eingeleitet. Zur Unterstützung der Feuerwehr wurde das DRK Hage Großheide ebenfalls angefordert. Eine Person machte sich am Fenster des Gebäudes auf die Feuerwehrleute aufmerksam. Sofort musste ein Sprungkissen aufgebaut werden. Alle vermissten Personen konnten ohne größere Probleme befreit, gerettet und versorgt werden. Das Fazit von Gemeindebrandmeister Theo Jakobs fällt positiv aus. Fazit war, im Großen und Ganzen ist es gut gelaufen und wie gesagt, darum übt man auch und es wird auch nicht die letzte Übung gewesen sein. Wie heißt es so schön? Übung macht den Meister.